So, willkommen im nächsten Teil von Batman Arkham Origins. Dann machen wir uns auf den Weg. Hier habe ich schon zwei Leute ausgeschalten gehabt. Und ja. Zuerst mal müssen wir den Funkturm ausschalten, damit wir dann im Batwing dann wieder hinkommen. Mit dem haben wir nicht gerechnet, dass ich vorbeikomme. Verdammter Arsch, Alter. Hey! Geh weg mit deinem scheiß Stanley-Messer, sonst knallt. Ja. Okay, langsam werde ich aggressiv. Ich halte zwar das scheiß rechte Maustaste gedrückt, aber die Kacke macht er trotzdem nicht. Ah. Immer der dritte. Hau mir einen in die Fresse. Jetzt fick dich! Nein! Das war nett. Du gehst rüber. Dir brech ich gleich was. Dass du ein Schwein bist. Jetzt, was ist das für eine Kacke? Ich werde das doch ab. Nein, diesmal nicht. So, ins Gesicht. So. Da vorne ist der Turm. Wir schalten das mal Sniper hier aus. Geht mir genauso, aber kein Sprung grauer Greif, sonst ist es zu laut. Und dann schreit er wieder. Hilf Ledermaus! Ja, das ist ein üblicher Schrei. Ah, sie sehen mich nicht. Nichts als Schall und Rauch. Den letzten schalte ich aus. Du liebe Wichser. Ja, wir sind zu knapp, Alter. Jetzt muss ich schnell sein. Puh. Da habe ich ganz schön was verkackt. Mit Stealth wird da nichts. Erschütterung. Könnt schwören, dass ich was werfe, wenn ich hier. Jetzt der Rückendeckung. So. Hier drüben, Leute. Jetzt mit dem Ausschalten, das funktioniert nicht ordentlich. Egal ob ich Steuerung,
Also linke Steuerung drücke oder nicht. Er schaltet ihn trotzdem nicht aus. Wow, what the fuck? Zum Glück ist er alles zugefroren. Hey! Jetzt auch. Da ist noch einer. Scheiße. Jetzt! Drücke ich den Käse. Ich kümmere mich um die Tür! Gut. Schaut, er rutscht ganz nett aus. Ich habe das elektromagnetische Signal der Handschuhe des Elektrocutioners herausgefiltert. Wir können ihn jetzt mit der Elektrocutioner. Er kann wahrscheinlich noch gefährlicher werden, als das bei unserer ersten Begegnung war. Ich glaube, bei unserer ersten Begegnung hat er nur ein Schlag gereicht, um ihn von der Sack zu hauen. So, unter uns ist jetzt der Funkturm. Ich würde mal sagen, erschüttern wir sie und dann stürzen wir uns direkt ins Geschehen. Na ja, gut, das war dumm. Wenn er einfach das Gitter drüber schleudern kann. Damals konnte man, glaube ich, sogar einen Typen so einschüchtern, indem man einen Kumpel von ihm was bricht. So, hier hatte ich einen kleinen Fehler. Und zwar ist das Aufnahmeprogramm abgestürzt und ich habe es nicht gemerkt. Es ist nichts Großes passiert, also ich habe nichts verpasst. Ich bin nur hingegangen, habe die Tür aufgemacht und habe es gehackt. Und ja, da ist die Videosequenz gekommen. Mit dem Enigma, aber sonst nichts. Okay, wir müssen da fahren. Also wahrscheinlich eh in die Tür, wo wir vorher waren. Na gut. Die Tür, die deine Typ da gedeckt hat. Okay, wir versuchen das leiser zu machen. Ach gut, dann haben wir jetzt halt nichts mehr mit leiser. Verstehe mich. Also verstehe gerade, wieso das nicht funktioniert hat. Was ich in dem Moment umgedreht habe. Abwehren und drauf hauen. Mann gegen
wird durchlöchert. Das Ding ist vollautomatisch. In der Nähe. Funktioniert es wirklich? Glaub mir, es funktioniert. Gut, auch gesehen. Junge, es wird hier extrem heiß. Ich muss das mal aussehen. Aufs Maul, aufs Maul, aufs Maul. Und die auch noch aus Maul. Nein, stell dich hinter. Entschuldigung. So. Hier breche ich wieder mal Fuß. Den habe ich aber mal so in die Fresse, dass du da stehst. Nein, du nimmst die Waffe nicht auf. Lass es fallen. Ich muss diesen Computer hacken, um an den Zugangscode für die Tür zu kommen. Das ist ein Smiley. Alfred, ich lade gerade Daten von Black Mask Servern hoch. Ich brauche Codes für eine Sicherheitstür bei der Laderampe. Daten werden übertragen, Sir. Interessant. Zionis hat einen Herzschrittmacher. Hier steht, er leidet am Long-QT-Syndrom. Jede Erhöhung seiner Herzfrequenz könnte zum Herzstillstand führen. Zionis hat den Joker beschatten lassen. Der Joker. Auf diesen Fotos sieht man, wie er sich Chemikalien zur Sprengstoffherstellung beschafft. Ich muss Zionis finden. Er weiß, was der Joker plant. Ich habe die Sicherheitscodes gefunden. Joker plant natürlich wieder das ganze Chaos. Er will irgendwas wieder in die Luft sprengen, außer also das ist Joker sein Style. Erstmal wollte er einfach nur das Venom in die Abwässer von Arkham City reintun. Aufpassen, das Geschütz ist immer noch aktiv. Tja, dann programmieren wir uns mal um. Jetzt geht es zu uns. Hinweise zu einer chemischen Substanz gefunden, die der ihrer Klebergranate ähnelt. Ich werde versuchen, sie in unserem Labor herzustellen. Wenn es funktioniert, habe ich schon bald einen Prototypen für Sie. Gut, den kann ich brauchen. Je mehr ich über den Joker herausfinde, desto klarer wird mir, dass irgendwas an ihm anders ist. Ja. Er ist anders. Anders gestört. So ein Enigma-Teil. Da ist ein Riese. Ich muss irgendwie in diesen Raum kommen. Komm schon, was fummelst du an dem Kram rum? Wir sollen hier alles dicht machen. Verdammt, das Arsch. Gut. Beat one motherfucker, wohin, another motherfucker.
deswegen gerade Move, Alter. Batman war früher ein scheiß Fußballer. Ah. Das will ich ihn fertig machen. Wo ist denn der hingeflogen? Jetzt sind sie alle hier in der Ecke mit mir. Schweine. So, das war's mit dir. Ah, scheiße. Toter als tot. Wenn er an uns vorbeikommt, Strecke. Wenn irgendwer von euch noch lebt, werdet ihr euch wünschen, auch toter als tot zu sein. Ja, toll. Bin zwar ausgewichen, aber hat es nicht viel gebracht. Kleiner Tipp, wenn man die kleinen Arschlöcher ausschalten, weil die großen sind meistens eh zu langsam. Also dann kannst du den großen Motherfucker damit verwenden, die kleinen zu schlagen. Als bräuchte ich einen neuen Spielkameraden. Oh, und dabei hatten wir doch gerade so... Gib mir keinen Kuss, gib mir keinen Kuss, du bist hässlich. Geh weg. Puh, nochmal ein Glück gehabt. Zum Glück sind sie vorher gestorben, bevor er uns einen Kuss geben hat können. Ja, Sir. Ja, Sir. Ich will ihn tot sehen. Toter als tot. Der hat sich Glückwünsche nur gegen den. Neues Kämpfe. Ich werde es genießen, ihn zu Tode zu prügeln. Jede Minute davon. Deine Mami wird heulen, wenn sie sieht, was ich. So, wie kriege ich seine Rüstung weg? Weil mit der Rüstung kann ich ihn nicht schlagen. Verdammt. Hat mich. Der hat zum Glück schlechter seinen eigenen Level. Dadurch halte ich mit den scheiß Batterings aus. Batterings heißt das. Ich schieße ja kein Flugzeug auf ihn. So, ich hoffe, es hat euch gefallen.
Und wir sehen uns bei der nächsten Episode von Batman. Servus.